Wir bekommen neue Gratisgeschenke in Brawl Stars, dazu einen neuen Skin für Sandy und Jean. Alle Infos und was alles kommen kann und kommen wird, seht ihr im heutigen Video. Viel Spaß! Okay, das kam sehr überraschend. In nur 2 Tagen beginnt nämlich schon das chinesische Neujahr, und zwar das Jahr des Monddrachen. Und wir hatten ja gerade noch dieses Event hier am Laufen, und zwar das Community-Event Brawl Together. Und normalerweise hatten wir nämlich immer mindestens eine Woche oder sogar 10 Tage, bevor das chinesische Neujahr beginnt, die Belohnung. Und ich dachte, wegen diesem Community-Event, was ja noch läuft, habe ich mir gedacht, ja, wir kriegen halt vielleicht nur die Community-Event-Belohnung dieses Jahr und keine doppelten. Aber tatsächlich falsch gedacht. Falsch gedacht. Ich war schon enttäuscht, weil ich auch schon ein Video zu den Lunar New Year Belohnungen gemacht hatte. Ganz wichtig, das Community-Event läuft nur noch bis heute, also 9. Februar. Was heißt 9. Februar? Ich bin mir jetzt gerade selber unsicher. Heißt es, es endet heute oder dann morgen? Also ich denke mal, bis heute heißt, dass es heute noch läuft. Ich denke, es läuft noch heute, hoffentlich. Also ist auch noch nur noch heute bei euch 5 gegen 5 dauerhaft drin. Oder sowas wie Masteries könnt ihr besser farmen. Doppelte Masteries, doppelte XP und so weiter und so fort. Also nutzt das aus, auf jeden Fall. Und auch den legendären Starbuck könnt ihr eventuell danach nicht mehr abholen. Das weiß ich aber nicht, also nutzt es auf jeden Fall aus. Und dazu, nicht vergessen, wer noch 1000 Mal 150 Juwelen verlost. Da sehen wir es gerade nochmal. Das bedeutet, die Gewinner sind, soweit ich weiß, noch nicht veröffentlicht worden. Also da können sich manche noch freuen. Die Chance natürlich zu gewinnen ist nicht so hoch, aber vor allem sehen wir das hier, es gibt nämlich 5 mal 1 Million Gems. 5 mal 1 Million Gems, die immer noch verlost werden. So sieht das Ganze aus, ihr bekommt das Ganze dann ins Postfach und die 4 Freunde der Gewinner, mit denen am meisten gespielt wurde, bekommen dann ebenfalls 1 Million Gems. Also insgesamt werden ja die 25 Millionen Gems noch verlost. Wir sind mal gespannt, also ich habe noch nichts mitbekommen, es scheint noch nichts verlost geworden zu sein und 25 Millionen Gems ist natürlich unfassbar krass, was da noch alles rausgehauen wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich. Wenn du auch in Zukunft keine Brawl Stars Update Videos verpassen willst, lass natürlich gerne ein Abo da. Wir sind kurz vor den 600.000, vielen Dank. Und damit kommen wir zu den Belohnungen 2024 und vergleichen sie direkt mit dem letzten Jahr, dass wir so eine Einschätzung bekommen können, wie gut die Belohnungen sind. Also, an Tag 1 letztes Jahr haben wir 90 Credits bekommen. Dieses Jahr bekommen wir 88 Münzen. Also ich sag ehrlich, also Tag 1 haut dann schon mal eher negativ rein, aber ja, es kann nicht jeder Tag krass sein, ne? Ich meine, 88 Münzen ist besser als gar nichts, aber 90 Credits sind auf jeden Fall wesentlich besser. Ich glaube, die Zahl 8 muss auch irgendeine Bedeutung haben. Wenn ihr die wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht, aber wir finden in allen Belohnungen die Zahl 8 tatsächlich wieder. Tag 2 hatten wir letztes Jahr 400 Markenverdoppler, also inzwischen heißen die ja XP, also XP-Verdoppler. Dieses Jahr bekommen wir an Tag 2 88 Powerpunkte. Also auch das ist, ich weiß es jetzt gar nicht, ungefähr das gleiche, würde ich sogar fast sagen. Vielleicht ein Ticken schlechter dieses Jahr. Also 88 Münzen, 88 Powerpunkte, die ersten 2 Tage, muss ich ehrlicherweise sagen, wirken jetzt nicht wirklich gut, wirken eher schlechter als letztes Jahr. Aber wir schauen mal weiter. Okay, Tag 3 hatten wir letztes Jahr 50 Chroma-Credits. Ich glaube, die entsprechen so ungefähr auch 90 Credits, ne? Weil Chroma-Credits sind ja entfernt worden. Inzwischen gibt es ja nur noch die Credits, wie ihr vielleicht wisst. Und tatsächlich bekommen wir fast die identische Belohnung. Denn dieses Jahr bekommen wir 88 Credits. Also wieder immer diese Zahl 8, ne? Wieder 88 in dem Fall. Eingebaut einfach mal. Das ist eine Steigerung. Also es wird hier scheinbar immer besser. Das haben sie vielleicht geschaut, dass man jeden Tag so ein bisschen bessere Belohnung bekommt. Das ist identisch. Also die ersten 2 Belohnungen mit 88 Münzen und Powerpunkte war schlechter. 88 Credits ist genau gleich. Okay, wir gehen weiter. An Tag 4 hatten wir letztes Jahr tatsächlich 200 Münzen. Goldcoins, heißen die echt Goldcoins auf Englisch? Keine Ahnung. Das ist eine relativ solide Belohnung, würde ich sagen. Ist okay, ist jetzt nicht besonders schlecht, ist nicht besonders gut. Und dieses Jahr bekommen wir, pass auf, 8 Star Drops. Das ist ziemlich geil, muss er, oder? Muss man eigentlich wirklich sagen, wenn ich so drüber nachdenke. Ich würde schon sagen, dass es eine gute Belohnung ist. Also, 8 Stardrops. Ich meine, am Tag bekommt man mit dem Event sogar 6, normalerweise nur 3. Also die Stardrops-Belohnung von 2,5 normalen Tagen praktisch. Sag ich ehrlich, ist dieses Jahr definitiv besser, oder? Also deutlich besser. 8 Stardrops sind ziemlich solide. Ich weiß nicht, was man im Schnitt da rausbekommt an Münzen-Powerpunkten. Aber bestimmt schon einiges, bestimmt mehr als 200 Münzen. Und da kann ja auch ein legendärer Stardrop drin sein. Oder ein mythischer oder ein epischer, wenn man Glück hat. Also viel besser dieses Jahr. Also scheint sich so ein bisschen dieses Jahr zu steigern. Wir gehen mal an Tag 5 direkt. Tag 5 gibt es nämlich 100 Powerpunkte. Gab es zuletzt 100 Powerpunkte. Und dieses Jahr bekommen wir tatsächlich 888 Münzen. Dreimal die Zahl 8 wieder eingebaut und die Belohnungen werden immer besser. Also fast 1000 Münzen, das entspricht sofort einem Gadget oder einem Gear, was ihr direkt kaufen könnt. Und 888 Münzen, muss man mal wirklich sagen, ist gut, oder? Also wirklich gut. Fast 1000 Münzen, einfach so für jeden Spieler, free to play. Ich glaube, man kriegt auch, wenn man einen legendären Startup hat, manchmal auch nur 1000 Münzen, weil es auch die schlechteste Belohnung ist. Also praktisch, ja, fast free Gadget, was ihr euch aussuchen könnt oder Gear, direkt an Tag 5, muss man wirklich sagen.
Jetzt sind die Belohnungen insgesamt sogar schon eigentlich besser als letztes Jahr. Wird es noch besser? Tag 6 hatten wir letztes Jahr den Lunar New Year Pin in Häschenform, sprich Jahr des Mondhäschens. Dieses Jahr ist der Holzdrache. Kriegen wir dieses Jahr also einen Holzdrachen-Pin an Tag 6? Und die Antwort ist, nee, wir kriegen 8 Juwelen tatsächlich. Okay, ich hätte gerne auch eigentlich sogar einen Pin an der Stelle gefeiert, sage ich ehrlich, so einen Holzdrachen-Pin. Aber gratis Juwelen sind halt auch immer geil, ne? Jetzt mal ehrliche Meinung, wolltet ihr lieber so einen Holzdrachen-Pin oder lieber so 8 Juwelen? Ich glaube, ich würde als Free-to-Play-Spieler sogar lieber die 8 Juwelen wollen, weil gratis Juwelen sind halt immer geil. Auch wenn man den Pass nicht mehr kaufen kann, man kann es halt nutzen, um Skins zu kaufen, keine Ahnung was zu kaufen. Viele geile Sachen zu kaufen einfach, genau. An Tag 7 hatten wir letztes Jahr, ich kann es nicht genau lesen, ich hoffe, ich sage es richtig, ich glaube 80 oder 90 Credits. Ihr werdet es genauer sehen, ist bei mir leider überdeckt. Und 50 Chroma Credits, also umgerechnet fast 200 Credits an Tag 7. Das ist schon heftig. Das war schon eine sehr, sehr heftige Belohnung letztes Jahr, so ein bisschen der Höhepunkt. Und dieses Jahr bekommen wir an Tag 7 888 XP-Verdoppler. Also das ist jetzt im Vergleich schon sehr, sehr schlecht. Muss man wirklich sagen. Ja, XP-Verdoppler, ja, was soll man dazu sagen? Das ist jetzt nicht besonders spannend. Die Belohnungen sind eigentlich eher tendenziell besser geworden. Und dann nochmal so eine schlechtere Belohnung, habe ich mir gedacht. Aber dann kommt eben das absolute Highlight. Und zwar gibt es dieses Jahr noch einen Tag 8. Wie geil ist das denn bitte? Ich weiß nicht, wofür die Zahl 8, wie gesagt, steht. Wahrscheinlich eine Glückszahl in China, würde ich mal schätzen. Deswegen auch überall die 8 eingebaut. Und die 8. Belohnung ist dementsprechend auch die beste, und zwar ein legendärer Startup kostenlos. Und ihr wisst, bei mir zumindest habe ich ungefähr aus jedem 20. legendären Startup auch einen legendären Brawler gezogen. Viele Brawler auch insgesamt, viele geile Skins oder auch Hypercharges zum Beispiel. Und damit insgesamt die Belohnung dieses Jahr nochmal deutlich besser als letztes Jahr, muss man wirklich sagen. Und das, obwohl wir gerade dieses geile Event mit Brawl Together und weiteren Gratis-Belohnungen haben. Also, ich muss wirklich sagen, für die Free-to-Play-Spieler macht Brawl Stars aus meiner Sicht aktuell sehr viel. Ne? Unabhängig jetzt gut, außer man schaut es auf den Brawl Pass oder auf die Early-Access-Pakete natürlich. Aber insgesamt sind Free-to-Play-Spieler, finde ich, aktuell echt, können echt zufrieden sein. Und dazu kommen noch diese beiden Skins dazu. Zu denen kommen wir gleich, denn die haben eine ziemlich krasse Diskussion ausgelöst, sagt man. Aber jetzt erstmal nochmal hier einmal die Übersicht, dass ihr noch einmal hier genauer sehen könnt. So sieht das Ganze eben im Spiel aus. Es ist diesmal kein Angebot, was ihr holen müsst, sondern einfach nur jeden Tag gratis. Ne? Erst Powerpunkte, dann Credits, dann 8 Stardrops, dann die Münzen, dann die Gems, dann die XP-Verdoppler und am Ende den legendären Stardrop. Haben sie gut gemacht. Sieht auch geil im Shop aus, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, da freuen sich halt auch einige und wissen direkt halt, wann man sich für was halt einloggen muss. Perfekt und geil gemacht, wirklich. Also super Job mal wieder. Und ich habe es richtig gesagt. Ich habe euch gesagt, die Gratis-Geschenke kommen. Und zum Glück haben sie auch. Ich hatte schon Angst, sie kommen nicht. Ich hätte es fast vergessen. Wir haben Jean und Sandy. Wir sind auf der offiziellen Brawl Stars Supercell Make-Seite. Unter anderem haben wir da schon Geisterritter Frank bekommen. Also wirklich heftige Skins. Oder Kürbiskopf Fang. Die haben in der Vergangenheit nämlich schon gewonnen. Das ist von Brawl Stars Spielern einfach, die ja, die Skins designt haben und dann gewonnen haben und ins Spiel gekommen sind. Ja, und so eben auch jetzt hier für Jean und Sandy. Und wir können uns jetzt schon anschauen, was für Ideen so eingereicht wurden und wie es gerade steht. Okay, hier sehen wir die Übersicht. Am 30. Januar haben sie das Ganze announced. Ab dem 31. Januar ist praktisch das Ganze geöffnet. Ah, und wir sehen alles schon ganz genau. Ihr könnt das Ganze noch bis zum 15. Februar einreichen, also noch 6 Tage. Dann wird eben direkt gewotet, wer gewinnt. Und das Ganze zwar 7 Tage lang, sprich bis zum 22. Februar. Und der Gewinner wird am 5. März verkündet. Sehr, sehr interessant natürlich. Das bedeutet natürlich auch, am 5. März läuft ja schon die neue Season oder der neue Brawl Pass ist schon drin und davor muss ja eigentlich der neue Brawl Talk kommen. Also ich denke, dass sie diesen Skin, wenn sie ihn ankündigen werden im Brawl Talk, halt erst im nächsten Brawl Talk ankündigen können. Lol, und ihr bekommt $2.500 und den Skin direkt in-game und ihr könnt ihn noch 10 Mal an eure Freunde verlosen. Also, wenn da irgendwelche Designer sind, das ist ja übel krass. So, jetzt natürlich spannend, welche Ideen so bisher eingereicht worden sind. Wir können hier, boah, wir haben hier super viel. Ah, Jean und Sandy sind hier übrigens direkt gemischt, sehe ich gerade. Also das, genau, okay. Das sind direkt hier alle. Insgesamt wurden sicher tausende Designs eingereicht. Ich kann mal hier ein bisschen durchscrollen, aber natürlich wollt ihr wissen, was sind die Top 3 der besten Skin-Ideen, die ich bisher so gesehen habe. Und deswegen werde ich euch jetzt hier ein bisschen durchscrollen und dann genau sagen, boah, es ist viel. Was für mich die aktuellen Favoriten sind. Aber ist wahrscheinlich schwer genau zu sagen, bei so vielen. Platz 3 bei Sandy habe ich den Ice Shinobi Sandy Skin hier von Lucas Firon. Ja, ich muss wirklich sagen, der sieht echt geil aus. Kritikpunkt vielleicht, er sieht vielleicht schon zu wenig nach Sandy aus, könnte man sagen. Aber vor allem sehr, sehr geil gezeichnet und designt und auch so ein bisschen so ein Ninja-Design auf jeden Fall. Platz 2 habe ich Heavenly Sandy von Amir. Also ich denke mal so Himmels-Sandy soll das sein. Sieht halt vor allem wieder geil gezeichnet aus mit diesen Himmelswolken in ihrer Hand, mit denen sie dann angreift. Wobei Kritik wieder könnte ein bisschen zu ähnlich vielleicht zu dem Ramadan-Sandy-Skin sein. Laterne-Sandy heißt der. Das war der Skin zu Ramadan, den wir bekommen haben. Aber ich finde das Design halt übel geil gemacht. Platz 1 habe ich Chester Sandy. Also wahrscheinlich angelehnt an Chester, schätze ich mal hier.
Finde ich sehr geil gelungen, sage ich ehrlich. Ne? Mit dieser Nase, mit dem bunten Clownskostüm wäre mal wieder ein völlig neues Thema. Gut, wir hatten Clown, halt Zirkus hatten wir erst fairerweise, aber er hat ein neues Thema für einen Sandy-Skin auf jeden Fall. Und da könnte man auch irgendwie die Zirkusbälle verschießen lassen, vielleicht so irgendwie Zirkusbälle drehen lassen bei der Ulti. Da gäbe es schon geile Ideen, denke ich. Für Jean auf Platz 3 habe ich Voodoo-Doll-Jean, also Voodoo-Puppe-Jean. Übel geil. Einfach so eine Puppe hier mit so Stecknadeln drin, wer das nicht kennt, Voodoo-Puppen. Boah, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ist, glaube ich, so ein Aberglaube, dass man halt dann die Nadeln reinsteckt und ich glaube, Leuten auch was Böses wünscht, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber sieht halt sehr krass aus. Wobei ich halt nicht weiß, ob sie so ein Thema halt reinbringen würden, aber ich finde die Umsetzung einfach schon mal sehr cool gelungen und sieht auch irgendwie, der arme Jean halt irgendwie, wie er da sitzt. Auf Platz 2 haben wir dann Daily Spirit Jean, also Tagesgeist Jean. Keine Ahnung, was ein Tagesgeist sein soll, aber ich fühle das Design auf jeden Fall hart. Mit so einem glühenden Telefon und so einer Mütze und so geilen Schuhen. Ist geil gelungen, oder? Seid ehrlich. Ist wirklich geil gelungen, der Skin auf jeden Fall. Aber Platz 1. Seid ehrlich. Platz 1 muss es sein. Hawaii Jean. Frucht Jean. Hawaii Jean oder Frucht Jean heißt der. Fairerweise kann halt natürlich, die anderen können ja kaum mithalten, weil das ist offensichtlich in einem Animationsprogramm gezeichnet oder gemacht, also direkt irgendwie 3D animiert. Aber deswegen sieht es halt gerade so geil aus. Auch so finde ich den Skin halt absolut geil. Einfach so, ja, Hawaii-Stil angelehnt, in diesem Rock, dann diesem Schmuck, die Orangen, Trauben, Bananen und oben Ananas. Und Jean schaut auch so übel witzig auf dem Bild. Sag ich ehrlich, könnte einer meiner Lieblingsskins werden, wenn sie den so rausbringen würden. Den feiere ich extremst. Also Worten könnt ihr ab dem 15. Februar bis zum 22. Ich freue mich drauf und bin gespannt, was noch so reinkommt, weil ihr seht, ich kann hier unmöglich alle Designs reinnehmen. Weil es nur mal so meine Top 3, die ich jetzt gesehen habe. Wow. Aber damit kommen wir jetzt zu den beiden Skins. An der Stelle wie immer, falls ihr mich im Shop kostenlos supporten wollt, könnt ihr ganz rechts im Shop meinen Creator-Code eintragen. Völlig kostenlos, wie gesagt. Jojonas. Alle 7 Tage gerne neu eintragen. Da wird der Code nämlich wieder rausgelöscht aus dem Shop automatisch, ne? Also müsst ihr halt aktiv immer neu eintragen und damit kommen wir zu den Skins. Und warum genau sind diese Skins eben so umstritten? Und zwar, weil sie Farbvarianten sind. Es sind Farbvarianten der alten Skins. Wir hatten früher den furiosen Fang und jetzt haben wir den rasenden Fang. Und da ist natürlich die große Frage, die sind übrigens auch noch 50% reduziert im Shop, sehe ich gerade 79 Gems hier zum einen der Fang-Skin und zum anderen ist hier nochmal der 8-Bit-Skin, auch der ist nämlich eine neue Farbvariante. Die große Frage lautet einfach, ist das erstmal fair? Denn diese Skins sollten ja eigentlich exklusiv bleiben. Es war früher halt Virus 8-Bit und halt, ja, Furiose Fang. Und das sind eben neue Farbversionen, dass man sich eben die neuen Versionen praktisch nochmal neu kaufen kann, auch für die neueren Spieler, allerdings eben nicht exakt denselben Skin. Wir sehen übrigens auch eine ganze Menge Pins, die wir hier für 8-Bit dazu kommen, bekommen. Muss man wirklich sagen, geiler Job. Kriegt man echt eine ganze Menge für, ja, für die Gems, die man so ausgibt. Und das umstrittene ist, zum einen soll man diese Skins eben neu rausbringen und zum anderen finden viele, dass die neuen Farbversionen echt nicht so schön aussehen. Auch ich persönlich muss sagen, ich weiß nicht, also das ist Virus 8-Bit zum Vergleich und das ist hier die neue Version, Antivirus 8-Bit. Ich persönlich hätte mir schon gewünscht, dass sich die Skins einfach nochmal mehr abheben würden und ich finde sie nicht so schön. Aber tatsächlich habe ich euch schon mal gefragt im Stream und ihr meintet, ihr findet die neuen Skins absolut geil. Deswegen, ich glaube, jeder hat natürlich auch einfach einen anderen Geschmack, muss man wirklich sagen. So zum Beispiel hier, das ist der alte Furiose Fang. War ich jetzt auch schon kein besonderer Freund davon mit den weißen Haaren. Und jetzt eben mit den grünen Haaren finde ich ihn... Ich bin kein Freund von dem Skin, sage ich ehrlich. Ich finde ihn nicht so geil. Ich gebe ihm so 3 von 10 Punkte. Aber viele meinten eben, sie finden ihn absolut krass. Also gerne mal eure Meinung auch dazu in die Kommentare. Also ich persönlich finde es okay, dass sie neue Farbversionen rausbringen. Ich finde nur, dass die Farbversionen mich nicht so persönlich ansprechen. Und sie könnten halt vielleicht hier noch ein bisschen krasser unterscheiden. Sind halt schon sehr identisch natürlich, aber sollen sie ja auch. Und jetzt wird es immer sehr spannend, denn wir bekommen bald wieder einen Brawl Stars Podcast. Dort antwortet Brawl Stars direkt auf die Fragen der Community und hat in der Vergangenheit eigentlich immer Hinweise geliefert oder direkte Antworten geliefert, was in den nächsten Updates drankommt. Das wird unfassbar spannend werden. Unter anderem wurde auch 5 vs. 5 so angekündigt. Und es werden viele spannende Fragen aus der Community beantwortet. So zum Beispiel, wie haben Larry und Lori das Spiel beeinflusst? Sind die Early Access Pakete zu sehr Pay to Win, vor allem für die ganzen Free-to-Play-Spieler? Und auch hier die Frage, das schauen wir uns noch an, das ist der neue Story-Modus in Brawl Stars China. Ob es sowas auch in Zukunft in unserem Brawl Stars geben wird. Aber wie das funktioniert, habe ich schon ausgetestet und das Video kommt morgen. Da werdet ihr euch alles zeigen, da gibt es nämlich ein XXL-Update mit dem neuen Story-Modus in Brawl Stars China. Also bis dahin, lasst natürlich unbedingt ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und gerne eure Gedanken zu dem Ganzen in die Kommentare. Und nicht vergessen, am 24. Februar bringe ich meine eigene Handyhülle raus auf jojonas.shop. Könnt gerne schon eure E-Mail eintragen, direkt auf der Webseite, dann werdet ihr benachrichtigt. Bis dahin, haut rein, danke fürs Zuschauen und danke für den krassen Support. Ciao!